Hallo meine Lieben, mein heutiges Video ist wahrscheinlich eins meiner all-time most requested Videos of all time, you know the deal. Und zwar geht's um meine Haarroutine. Viele von euch wollten sehen, wie ich meine Haare von meinem altbekannten lockigen Bush-whatever-Kopf zu dieser glattenseidigen, perfekten Schneewittchen-Perfektion bekomme. Falls euch dieser Weg auch interessiert, bleibt definitiv dran. Denn heute gibt es das passende Video dazu. Ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, lasst uns direkt mal anfangen und kommt mit unter die Dusche. Als erstes muss meine krause Drahtwoll-Haarmähne halt erstmal richtig schön nass werden, damit Shampoo, Spülung and you know the whole deal danach halt wirklich gut funktionieren kann. Als Shampoo benutze ich heute von Aveda die Smooth Infusion und von Head & Shoulders sowas wie, ich glaube das heißt Damage Repair. Aveda ist seit Jahren mein ewiger, treuer, super Begleiter, wenn es um meine Haare geht. Ich liebe die Produkte von Aveda, weil sie halt wirklich einfach gut funktionieren. Sie sind ein bisschen teurer als andere Drogerie-Haarprodukte, aber ich sag mir, bei meinen krausen Haaren brauche ich halt wirklich Qualität und ich brauche halt auch nicht viel davon, sagen wir so. Die Produkte halten schon lange. Bei der Spülung habe ich zwei verschiedene, einmal die Damage Remedy und einmal die Dry Remedy. Je nachdem, was ich machen möchte, entweder ein bisschen Feuchtigkeit spenden oder halt nochmal probieren, das, was so ein bisschen kaputt in die Richtung geht, zu reparieren. Richtig reparieren, habe ich gehört, kann man nicht. Ich bin kein Profi, ich bin kein Friseur, kein Haarexperte, sonst wie. Ich gebe euch nur mein gefährliches Halbwissen weiter. Damit müsst ihr leider heute vorlieb nehmen. Das Ganze spüle ich natürlich danach gut aus, damit gleich die Hitze nicht irgendwie komisch reagiert, sonst wie. Und ich würde sagen, someone call Vogue for that aftershot. Vogue, 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 pose, pose. Nachdem ich meine Haare nun so ein bisschen trocken presse, ganz wichtig, nicht rubbeln, rubbeln macht kaputt, mache ich sie auf und probiere sie erstmal mit den Fingern so ein bisschen zu sortieren. Dann kommt von der Smooth Infusion die Haarcreme, das After Styling Prep Serum, sonst wie. Ist auf jeden Fall auch aus der Smooth Infusion Serie. Und das wärme ich so ein bisschen auf und ich liebe, wie es riecht. Oh mein Gott. Und massiere das halt dann echt in meine Haare ein. Es riecht halt sehr so ein bisschen frisch. Bergamotte, Lavendel, glaube ich, ist auch drin. Pfefferminz, sonst wie. Also es ist halt sehr Naturkosmetik, super geil. Das verteile ich dann mit meiner Ionenbürste, die halt die oberflächliche Haarstruktur so ein bisschen schließt und das Produkt halt wirklich gut drin festhält und auf ein Hitzestyling vorbereitet. Mit meinem 5000 Watt Föhn, nein, keine Ahnung wie viel es sind, ich denke so 2500 Watt, geht's jetzt den Haaren wirklich den krausen Locken ans Leib. Wir wollen sie heute wirklich schön glatt kriegen und dafür brauchen wir halt Power. Ich probiere die halt erstmal so ein bisschen glatt zu föhnen. So ganz perfekt ist meine Haarlänge halt noch nicht, weshalb das Ganze bei mir selber halt echt schwierig und anstrengend ist. Fragt mich, wie anstrengend und schweißtreibend es im Sommer ist, meine Haare zu föhnen und dann sehen sie halt danach so aus. Buschkopf at its finest. Ja, muss ich nicht viel zu sagen, so möchte ich natürlich ungern auf die Straße. Viele sagen, ich sehe aus wie Diana Ross oder Tina Turner. Möchte ich nicht. Ich möchte aussehen wie Queen JJ. Thank you, you're welcome. Let's go. Entgegen der Überzeugung, dass man irgendwie komisch Klammern oder sonst wie braucht, um die Haare abzuteilen, mache ich diesen Zopfgummi mit Klammern, kriege ich bei mir alleine eh nicht hin und die halten eh nicht bei meinen dicken Haaren. Zopfgummi. Sections abgeteilt, jetzt werden die Haare durchgekämmt, damit sie halt nicht so schief übereinander liegen, wenn ich mit dem Glätteisen rübergehe. Damit sie halt wirklich lange glatt bleiben, gehe ich mit so einem Hitze Forever sonst wie rüber. Und jetzt habt ihr den Real-Time-Zeitüberblick, wie lange ich über eine einzelne Strähne rübergehen muss, bis die halt leider glatt ist. Ja, ich weiß, Hitze ist nicht gut und ich muss mich dann nicht beschweren, wenn sie zwischendurch kaputt sind, aber sonst werden sie halt einfach nicht glatt. That's the deal. Das dauert halt wirklich so ein bisschen und nein, es ist keine Zeitlupe, es ist wirklich Realtime. Und jetzt geht's fast forward, damit ihr halt wirklich mal einen Eindruck dafür bekommt, wie lang das Ganze halt echt dauert. Einen ungefähren Zeitrahmen für diese komplette Haarroutine habe ich knapp 1,5 Stunden gebraucht. Dementsprechend sind meine Haare halt zwischendurch echt für Tage und Wochen kraus, beziehungsweise dann lockig oder sonst wie. Mache ich halt so ein bisschen Schaum rein oder so, aber heute geht's ums glatte Ergebnis. Ist halt mega anstrengend, aber ich liebe das Ergebnis und ich würde sagen, wer schön sein will, muss leiden, oder nicht? Sehe ich doch richtig, oder nicht? Im Laufe der Zeit nehme ich immer mehr Sections dazu und arbeite mich halt von unten nach oben hoch, damit ich halt die Strähnen nicht unnötig doppelt mehrfach der Hitze aussetze. Ich mache es halt einmal anständig, dass ich drüber gehe und dann ist gut.
Au. Mein Ohr. Ah. Oh. Oh. Also was Dummes passiert mir nie. Ah. Okay. Dumm, ey. Nach dieser Brandverletzung geht's jetzt weiter. TMTH, mega dämlich, sowas passiert mir sonst wirklich nicht. Kleiner Trick, wenn ihr eure Haare irgendwie im Mittelscheitel haben wollt, glättet sie halt erst, also glättet sie in die Richtung, in die ihr sie nicht haben wollt, zuerst und geht dann danach nochmal in die Richtung rüber, in die ihr sie haben wollt. Wenn ihr in diesen zwei Schritten eure Haare stylt, ich weiß nicht, warum es so ist, aber habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie halt wirklich glatter und geschmeidiger werden. Viele von euch werden es wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber alle Girls out there mit den Curls werden für diesen Trick wahrscheinlich sehr, sehr dankbar sein. Jetzt sind sie glatt und damit sie halt noch so ein bisschen ebenmäßiger und perfekter aussehen, gehe ich mit Haaröl rüber. Das ist auch eins erst von Aveda, das Haaröl Repair und dann nochmal die Light Elements Haaröl Serie. Ich finde alleine okay, in Kombination on fleek, mega geil. Das massiere ich jetzt in die Spitzen ein. Ganz wichtig, nicht an Ansatz, weil sonst wird es halt echt extrem schnell fertig und die ganze Arbeit war umsonst, weil man muss wieder duschen. Kleiner Extra-Trick jetzt noch, den ich mache. Ich gehe, nachdem ich das Öl eingearbeitet habe, nochmal mit dem Föhn drüber, um es halt wirklich in die Haarstrukturen nochmal einzuarbeiten. So, mein Lieben, das war es auch schon mit meiner heutigen Haarroutine. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag!